möchte Sie herzlich begrüßen zu einer Zuschauerfrage. Der Hakan fragt mich unter anderem, wie kommen konstante Naturgesetze zustande und werden sie als letztes Glied in die Gleichung eingesetzt? Je mehr ich darüber nachdenke, desto abstrakter erscheint es mir. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Ich glaube, das lohnt sich da mal ein wenig darüber nachzudenken. Ich fange mal mit einer einfachen Sache an und danach möchte ich aber auch erklären, wie diese Naturkonstanten eigentlich zusammenhängen mit den Definitionen in den SI-Basissystemen. Und dadurch wird das Ganze dann noch ein bisschen allgemeiner. Und das, was Sie da sagen mit abstrakt, ich weiß jetzt nicht genau, auf welchem Niveau Sie jetzt aktuell stehen mit der Physik, aber diese Abstraktheit, die macht dann durchaus Sinn, wenn man mal darüber nachdenkt, wie die SI-Basiseinheiten mit diesen Naturkonstanten zusammenhängen. Es gibt ja viele Naturkonstanten, ich denke an die Lichtgeschwindigkeit, ich denke an die Elementarladung, an die Gravitationskonstante und so weiter. Und ich will zuerst ein Beispiel machen mit der Gravitationskonstante zum Beispiel, wo man sieht, warum man das überhaupt braucht. Wir wissen aus der Mechanik, dass zwei Massen in einem Abstand R sich anziehen, die Masse M1 und die Masse M2 bewirken eine anziehende Kraft, die man Gravitationskraft nennt. Und wenn man die Veränderungen der Massen und der Abstände studiert, dann sieht man, dass der Zusammenhang zwischen der Kraft und diesen Massen ein Produkt ist. Also wenn eine Masse verdoppelt wird, wird auch die Kraft doppelt so groß etc. Und es geht mit dem Abstand im Quadrat, im Nenner, einher. Also eine Verdoppelung des Abstandes bedeutet ein Viertel der Kraft. So was kann man einfach mal so qualitativ mit Experimenten herausfinden, diesen Zusammenhang. Man sieht aber, dass die Einheiten zum Beispiel nicht stimmen. Wenn man die Massen anschaut, dann sind das ja Kilogramm. Wenn man den Abstand anschaut, sind das Meter. Also wir haben hier von den Einheiten her Kilogramm im Quadrat oben und unten Meter im Quadrat. Kräfte werden aber in Newton gemessen und ein Newton ist ja von der Einheit her 1 Kilogramm mal Quadratmeter pro Sekunde Quadrat. Entschuldigung, Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, wir sehen, dass da die Einheit des Newtons, die da auf der linken Seite benötigt wird, noch nicht übereinstimmt mit dieser Einheit auf der rechten Seite. Das heißt, wir brauchen schon mal aus diesem Grund eine Einheitenanpassung, sodass wir dann Newton bekommen, also diese Einheit, und diese Einheiten auf der rechten Seite dann mit dieser Umrechnung gekürzt werden. Man nennt dann diese Anpassung Gamma. Und rein von der Einheit her kann man sagen, dass Gamma, das ist dann die Gravitationskonstante, muss die Einheit haben. Die Einheit von Gamma ist, wir wollen Newton haben. Wir wollen aber das Quadrat Kilogramm wegbekommen. Wir wollen das Quadratmeter auch wegbekommen. Das heißt, die Einheit muss so aussehen. Oder wir müssen das noch kürzen. Das Newton haben wir gesehen, ist das Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat. Dann haben wir das Quadratmeter und unten das Kilogramm im Quadrat. Dann sehen wir, dass der Doppelbruchregel gibt es nach Kilogramm mal Kubikmeter. Durch Kilogramm im Quadrat und Sekunde im Quadrat. Das heißt, wir haben nachher Kubikmeter durch Sekunde im Quadrat und Kilogramm. Wenn man das jetzt in Basiseinheiten umschreibt. Also sehen, wir brauchen eine Einheitenanpassung. Das ist mal das eine. Weiter, wenn man das Newton mal kennt als Größe, wenn man weiß, wie groß ein Newton ist, dann sieht man, dass diese Zahlen, die da auf der rechten Seite herauskommen, diese Maßzahlen dann, die passt noch überhaupt nicht mit dem überein, was hier links steht. Das heißt, das Gamma muss auch von der Zahl her noch eine Anpassung erfahren. Und diese Gravitationskonstante hat eine Maßzahl von, jetzt muss ich kurz nachschauen, ist ungefähr 6,67 mal 10 auf minus 11. Von der Maßzahl her, und das ist die Einheit, also wir haben dann zusammen für das Gamma 6,67 mal 10 hoch minus 11 Kubikmeter durch Sekunde Quadrat mal Kilogramm. Das ist eine Naturkonstante. Wenn wir das Newton
genau kennen, also wie das Newton definiert ist. Und wenn wir die Einheiten von den Massen und den Einheit von der Strecke, von der Länge also auch kennen, dann können wir auf diese Art das Gamma dann bestimmen. Und es kommt auch darauf an, wie genau man misst, ob man dann noch weitere Kommastellen hat. Die Genauigkeit von Gamma, die wird im Laufe der Zeit immer besser. Wird aber irgendwann mal auch mit der Genauigkeit von der Definition der Massen und der Definition der Länge abhängig sein. Weil Gamma ist eigentlich verknüpft mit diesen Einheiten, die man hier hat, und die Einheit, die da in der Kraft drin steckt, dass wir dann irgendwann mal auf die Idee kommen, ob man nicht diesen Zusammenhang zwischen den Einheitsdefinitionen und den Naturkonstanten ein bisschen genauer untersuchen muss. Und da haben Sie eben gesagt, es scheint Ihnen abstrakt, möglicherweise ist das der Grund dafür. Ich will jetzt quasi den Schritt zu diesen Einheiten mal machen und Ihnen da zeigen, wie denn der Zusammenhang dort aussieht. Wir beginnen da vielleicht mit der Einheit für die Zeit, die auch hier drin steckt, der Sekunde. Die Sekundendefinition ist eine Definition, auf der dann die meisten anderen Einheiten basieren. Wenn wir wissen wollen, wie groß eine Sekunde ist, dann muss man einen sogenannten Hyperfeinstrukturübergang von einem Cäsiumisotop anschauen. Also man kann da etwas Atomphysikalisches nehmen und der Takt dieses Taktgebers, dieses Cäsiumatoms, den kann man benutzen, um zu sagen, wie lange eine Sekunde dauert. Und eine Sekunde wurde dann definiert als ist ungefähr 9 Milliarden, ich sage es genau, 9192, ich schreibe hier ab, 631770. Eine Sekunde ist so viel Schwingungen dieses Hyperfeinstrukturüberganges. Und dass es abzählt, das schwingt also sehr, sehr schnell, etwa 9 Milliarden Mal pro Sekunde. Wenn man diese Schwingungen abwartet, dann hat man eine Sekunde. Und dieses Experiment mit diesem Cäsium-133 kann man auch in Labors nachbauen. Und das heißt, wir haben die Sekundendefinition, die also weltweit vergleichbar wird. Und also da haben wir eine saubere Messmethode, ein sauberes Rezept, wie groß eine Sekunde sein soll. Jetzt weiß man ja, dass C, die Lichtgeschwindigkeit, ist auch eine Naturkonstante, wie man sagt. Und C ist, wenn man das misst mit der Sekunde und mit der Meterdefinition, der alten Meterdefinition, sage ich jetzt, dass C ist 299, ach, das schreibe ich jetzt da ab, 792458 Meter pro Sekunde. Die Sekunde, die haben wir jetzt erledigt, wir wissen, wie groß das ist. Das C kann man im Vakuum messen. Man weiß also, wie weit so ein Lichtstrahl kommt in einer gewissen Zeit. Und die Strecke, die da zurückgelegt wird, die hat das dann mit der Meterdefinition zu tun. Also wenn ich jetzt diese Strecke messe und die Meter dazu verwende, die ich von den alten Basiseinheiten her kenne, dann kann ich damit sagen, wie weit das Licht kommt, wie groß die Strecke L ist, die ist also dann die Lichtgeschwindigkeit mal t. Man kann aber jetzt auch umgekehrt vorgehen und sagen, ich will die Streckendefinition, was ein Meter ist, also die Einheit der Strecke, verknüpfen mit dieser Lichtgeschwindigkeit und ich will diese Lichtgeschwindigkeit exakt auf diesen Wert festlegen. Also ich mache nicht die Sache so, dass ich die Meter und die Sekunden zuerst festlege, wie die definiert sind, und messe nachher die Lichtgeschwindigkeit, möglichst immer genauer. Sondern ich mache es umgekehrt, ich definiere jetzt, das C soll so groß sein, das ist festgelegt, und adaptiere dann die Einheit der Länge, also des Meters, an diese C-Definition, also Festlegung. Das kann man an sich tun, also C ist jetzt eine feste Zahl, nämlich so groß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das L möchte, die Länge, oder die Strecke, die da zurückgelegt wird, dann kann ich sagen, das L, das ich ja messen kann, ist gleich C, das festgelegte C, mal die Strecke, mal die Zeit T, die ich dafür verwende. Und die Zeit T kann ich ja über diese Definition vorher verwenden. Und somit also die Länge L festhalten. Das gemessene L, das ich im Labor messen kann, das dividiere ich nachher durch dieses C, das festgelegt wurde. L, das gemessene L,
ist gleich so viel. 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 Meter pro Sekunde. Mal die Zeit, die dafür verwendet wird, zum Beispiel eine Sekunde. Wenn ich also eine Sekunde lang warte, die Lichtgeschwindigkeit so festgelegt wird, habe ich nachher eine Strecke L, die ich gemessen habe, und kann die dann einfach quasi dividieren. L gemessen durch diese 299 und so weiter. Diese dividiere das durch diese Zahl und da habe ich nachher, wenn das da anschaut, Meter pro Sekunde kürze ich weg, ein Meter, so definiert.